Hey ho, ihr Minenarbeiter und Innen, ich begrüße euch recht schmerzlich zu einer neuen Folge. Wir spielen Fabrifriedigend. Mit mir im Vorbundler natürlich. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Falls nicht, ist auch nicht schlimm, dann werdet ihr sie jetzt bekommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Tops, ja, das gute Laune-Spiel Satisfactory ist angesagt. Oder wie ich auch gerne mal sage, das gutes Laune-Spiel. Ja, Deutsch ist eine schwere Sprache, wie wir alle wissen. Besonders, wenn es die eigene Muttersprache ist, die man jetzt schon seit über 80 Jahren spricht. Ne? Aber okay, lass uns mal lieber konzentrieren darauf, auf das, was heute auf dem Programm steht. Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier. Okay. Ich höre jetzt mal auf mit meinem Gehopse hier. Das macht Spaß, das ist cool. Wir sollen ja auch ein bisschen Sport treiben zwischendurch, ne? Okay, wo wir ja schon nie Zeit haben, mal einen schönen Spaziergang zu machen. Nur mal so kurze Abstecher, da oben waren wir mal in der Gegend, war das so ein bisschen. Okay, guck mal hier runter, bitte. Furchtbar, oder? Furchtbar, ja, unsere Kupferproduktion. In der letzten Folge haben wir richtig schön alles toll zusammengebaut und wir haben immer noch keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Weil ja, die Kupfermine echt ungünstig steht. Der ganze Bereich ist voll schmuddelig. Und ich habe hier was vor. Ich möchte gerne versuchen, ich glaube, der muss weg, hier so ein kleines Gebäude auch hinzustellen, was hier dann auch so mit dem Hauptgebäude Anlage A verbunden ist. Ich möchte mir einfach auch ein paar Gedanken machen, wie halt dieses ganze Fabrikzeugs auch später aussieht. Nicht nur einfach so hinklatschen, ja auch da vorne, nur mal zur Erinnerung, wir haben hier mal ein bisschen rumgefummelt, da bin ich bisher noch nicht weitergekommen, nicht wesentlich. Das ist jetzt viel Beton, das ist alles wunderbar, aber das muss natürlich noch irgendwie cool werden, ne? Das ist jetzt noch ein wenig 0815 einfach. Das gefällt mir noch nicht super gut, aber ein paar Ideen habe ich dafür schon. Ich entwickle es noch. Deswegen bleibt mal schön dieser Serie auch treu. Egal, ob ihr es selber spielt oder nicht. Ich denke mal, wenn ihr nicht spielt, ist es sowieso kein Problem. Schaut man immer gerne mal zu. Aber wenn man selber spielt, ist man vielleicht möglicherweise schon weiter im Spiel. Guck mal, wir haben jetzt schon zig Episoden und ich fange jetzt mit dem Kupfer an. Aber es hatte ja einen guten Grund, wie ihr sicher wisst, wenn ihr die Serie verfolgt habt. Aber da denkt man vielleicht manchmal auch, nee, das kenne ich schon, da war ich selber schon, das habe ich auch alles schon, das ist nichts Neues. Versucht euch einfach nur ein bisschen unterhalten zu lassen. Ist ja nicht mein Sinn jetzt hier oder der Zweck von so einem Let's Play, dass ich euch in jeder Folge irgendwie was Tolles, Neues zeige. Gut, schauen wir mal, wie ich mir das vorstelle. Ich denke, diese Platten sind okay. Das ist ja alles ein großer Block hier. Wir gehen mal runter. Aber zum Beispiel hier unten der Strand sollte noch angeschlossen werden. Ich denke mal, auch hier diese Schräge. Vielleicht machen wir das mal anders. Vielleicht bleibt die und das machen wir weg. Ach so, das haben wir ja gemacht, weil wir hier keine Wand hinbekommen, ne? Oder geht es inzwischen durch die Seitenfundamente hier? Zeig mal her. Lass mal gucken. Ach, das ist so. Oh, doch. Man darf niemals aufgeben. Ja, das Teil wollte ich hier gerne. Ja, genau, das könnte man nämlich wegmachen. Ach, ganz einfach, ne? Und hier dann ein großes Fundament vor. Das wäre dann auch wie eine Wand. Sehr gut. Und hier nämlich auch. Ne? Und so. Dass man jetzt hier in dieses Areal rennt. Die große Frage ist jetzt, wenn ich das jetzt ringsum zumache mit Beton, ob dann die Mine dann noch reinpasst. Also der Bohrer. Ich mach das mal eng. Ich habe da drüben noch eine. Das erzähle ich euch ein andermal. Da müsst ihr nochmal einschalten. Nehmen wir mal hier noch ein Fundament hin. Und dann nehmen wir mal hier noch ein Fundament hin. Machen das auch mal ganz zu alles. Sind das etwa noch Pflanzen? Leibhaftige Pflanzen? Weg damit. Das ist alles Biomasse. Ja, sowas tun sich andere Leute auf den Teller, ne? Ich auch übrigens, ne? Gut. Ich esse sehr, sehr gerne Salat. Sehr simplen Salat allerdings. Also gerne Feldsalat. Ist jetzt natürlich etwas anspruchsvoller, ja, für die anspruchsvollen Leute.
Nee, aber schön ein bisschen Lachs da auch noch da rein. Ja, das ist total simpel, auch total billig, ey. Das ist so, was ist das? Doch, ja. Also Feldsalat, also das cool mit Lachs, ein bisschen Mozzarella, Nüsschen vielleicht, Walnüsse zum Beispiel. Präferiere ich doch, ja, doch, das finde ich gut. Ja, und ganz minimal Zwiebeln, damit es nicht zu scharf und so wird. Und dann schön mit Balsamico, ne? Essig und Öl, also Balsamico-Essig. Schön, ah, herrlich. Finde ich total gut. Also noch besser finde ich jetzt hier so ein, dass wir den Minor mal wieder reinsetzen. So, und jetzt pass auf, jetzt braucht man, das passt tatsächlich. Ah, die Seite auch. Ja, die war nämlich wichtig, dass ich hier rauskomme. Auf der Seite. Das sollte noch hinhauen, ne? Er ist super gerade geworden. Ganz toll. Klasse. Dass wir hier rauskommen. Da oben hin. In unsere beiden, die später sogar noch vier werden. Wir müssen später vier Brenner ansteuern hier. Mal gucken, was wir so brauchen an Kupferzeugs. Aber von hier könnten wir ja schon mal gerade hochgehen. Das sehe ich ja schon mal. Da ist ja gar kein Problem mehr vorhanden. Und das machen wir. Ah, das machen wir genauso. Erstmal ein Splitter hin. Ja, und dann fahren zwei Bahnen. Die eine Kerzen gerade da hoch. Ah, so machen wir das. Das läuft so. Ach, Kinders, ich kann das schon wieder sehen. Ich kann jetzt schon wieder sehen. So muss es sein. Kannst du vielleicht hier mal irgendwie eine Linie machen? Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, das ist jetzt doof, ne? Dass er das nicht macht. Ja, ist klar, das passiert dann. Logischerweise. Der ist auch schief. Komm, jetzt bin ich den gerade. Also der darf nicht auf der schwarzen Linie, sondern einen daneben stehen. Effen. So, effen. So, genau. So müsste es doch gehen. Jetzt haben wir es doch, oder? Jetzt haben wir es. Das geht nicht so gut, weil, ja, das geht auch nicht so gut, weil die ja nicht so ganz gerade steht. Ist ja klar. Ja, kann ich ja sonst wie was versuchen hier. Hauptsache, das Teil geht jetzt da rein. Nee, geht natürlich nicht da rein. Wahrscheinlich zu nah dran. Ja gut, ihr sollt diese Fummelarbeit auch ruhig mal mitbekommen. Ich finde die jetzt auch nicht schlimm, dramatisch, sonst wie ärgerlich, keine Ahnung. Nö, finde ich eigentlich total schön. Probier's doch nochmal so, dass wir doch nochmal mittig bleiben mit dem einen Ausgang. Vielleicht klappt es ja jetzt, aber ich. Doch, es klappt. Ah, sehr gut. Seht ihr hier schön hoch? Das ist jetzt zwei hoch. Vielleicht schon hier. Geht das? Gucken, ob das zu steil ist. Ich glaube ja. Ja. Ja, und dann wieder Schritt für Schritt zurückgehen. Versuchen, nö, klappt immer noch nicht. Also nochmal. Einen Schritt zurückgehen. Immer noch nicht. Ist das so hoch oder wie? Das Förderband ist zu kurz, zu steil, zu dick, zu dünn. Ja, ich möchte das schon so haben, wie ich das jetzt mache. Jetzt bleibe ich auch bei der Sache. Also das geht ja wohl nicht. Nix hier so. Oh ja, mach das doch eben so. Mach das doch einfach so. Verbinde das doch einfach mal eben da. Jetzt haben wir's. Die Mühe lohnt sich, Leute. Die Mühe lohnt sich. Perfekt. Der läuft natürlich noch nicht, hat noch keinen Strom. ist mir auch ganz recht so. So, und den führen wir jetzt hier schön außen rum. Ah, so, komm, da kommen einfach noch ein paar Fundamente hin. Ich glaube, unten müssen wir dann auch noch mal schauen, dass wir da keine Lücken haben. Jetzt machen wir das erstmal fertig hier. Wie habe ich mir das gedacht? Ich wollte mal was ausprobieren, ob das schon geht. Mal gucken, wie die Wände da oben so aufgeteilt sind. Ja, das wird knapp, denke ich mal. Aber wir probieren es. Oder auch mal, ja, so vielleicht. So vielleicht. Pass mal auf. Da können wir reingucken. Glas gibt es überhaupt nicht in dem Spiel, ne?
Ja, wer braucht auch Glas? Ne? Kommt nur Tageslicht in die Fabrik. Furchtbar. Furchtbar. Wände. Diese hier. Die haben so ein Förderband-Schnickschnack an der Seite. Und die Frage ist jetzt, ob ich da oben rumkomme. Ich das von der Seite verbinde mit da oben. Nö. Nö. Vielleicht brauche ich den aber auch nicht. Und ich gehe mal direkt so da oben ran. So. Guck. Und so kriegt man auch eine schöne, gerade Angelegenheit hier hin. Hier versuchen wir dann auch, dass es schön passt. So eins, zwei. Ich glaube, das ist zu kurz. Gucken wir mal. Da steht ja keine. Doch, ist zu kurz. Zu kurz gedacht. Komm, machen wir es so. Nicht stundenlang jetzt hier noch suchen. Und ich denke mal, da hinten passt das dann auch. Wo kommen wir an? Hier. Okay. Das sind doch tatsächlich auch zwei, ne? Gucken wir mal. Hier sollten wir die Kurve schaffen. Ne, die ist irgendwie anders. Die ist auch irgendwie noch auf einer anderen Höhe. Ach, herrlich, dieses Knöstern, ne? Knöstern sagt man dazu in meiner Gegend. Rumfummeln. So, da könntet ihr möglicherweise wieder an was anderes denken. Das wollen wir vermeiden. Ist ein ordentlicher Kanal hier. So, guck mal. Ja, gut. Ich meine, dieses Ding mit der Wand, das ist jetzt auch irgendwie völlig überflüssig. Ach, wisst ihr was, das sieht auch irgendwie an der Stelle, weil man erkennt ja sofort, es ist absolut überflüssig. Es ist einfach dafür nicht gedacht. Das ist für weite Strecken oder irgendwie so wirklich in der Luft an der Wand so hängend über eine ganze eine Weile, ja. Dann macht das Sinn und sieht es auch gut aus. Vielleicht können wir diese Kurve hier auch noch mal etwas schöner dann hinbekommen. Aber die sah jetzt irgendwie merkwürdig aus. Ja, die hat jetzt hier oben so einen Knick. Aber hör mal, Leute, es ist fertig. Ist fertig. Wir können Kupfer starten. Ja, danach können wir ja immer noch ein bisschen schauen, was wir hier mit dem Gebäude noch machen. Aber jetzt ist er erstmal interessanter und vor allem wird es echt höchste Eisenbahn, dass wir mal Kupfer starten. Problem ist, ich habe hier noch keinen Strom und auch jetzt gar kein Stromkabel in Sicht. Nee, komm, das macht, bringt nichts. Hier rennen wir mal hoch. Das ist ja alles um die Ecke. Gut zu erreichen. Läuft denn hier noch alles? Ja, ist immer noch am Produzieren, wie bekloppt. Wie bekloppt. Ich glaube, ich werde bekloppt. So, ich guck mal. Das Kabel muss dann hier. Irgendwie haben wir noch einen Stecker. Bitte haben wir noch einen Stecker. Eins, zwei, drei, vier. Ne, der ist schon voll. Dann ändern wir das kurz. Dann stellen wir hier noch einen Stromständer, einen Stromheini hin. Auch hier auf diese Linie hier vor. Dann schließen wir nämlich ganz einfach den ersten Brenner. Hoffentlich habe ich genug Saft. Echt. Den schließen wir jetzt auch an diesen Pfosten an hier. So. Und der Pfosten übernimmt dann auch. Hups. Falschen Knopf genoppt. Zack. Da hat sogar ein bisschen gefunkt da oben. So, und der fängt auch schon direkt an zu arbeiten. Seht ihr? Da gucken wir mal kurz zu. Bisher läuft der Strom noch. Scheinbar haben wir genug Strom. Wir gucken das aber natürlich gleich nach. Das müssen wir überprüfen. So, da kommen jetzt eigentlich keine 120 fördern. Kommen aber nur 60 raus, die dann auf 30, 30 verteilt werden. Also genau die Kapazität unserer Brenner hier oben. Und der Anlage, die dahinter dann darauf zugeschnitten ist, was wir in der letzten Folge ja gemacht haben. Wunderschön, wunderschön. Was gibt's Schöneres, als dem Erz beim Fließbandfahren zuzuschauen? So. Alles bereit, da läuft's schon los. Ja, der hat schon Manner bekommen.
Die ersten Kupferbarren, Leute, die ersten Kupferbarren, wie aufregend ist das denn? Die Produktion geht los. Hier stimmt was nicht. Hier kommt keiner raus. Hier haben wir was falsch gemacht. Aha, da müssen wir vielleicht nochmal anschließen. Ja, das ist genau das Problem, dass ich diesen Splitter auf das Förderband gesetzt habe und es oft schon erzählt habe, dass es teilweise vorkommen kann, dass er sich nicht verbindet. Was wir dann in dem Fall machen, ihr seht es auch deutlich, ich habe das kurz gesehen jetzt hier bei diesen Umrandungen von den Objekten, dass die da einfach sichtbar so durchlaufen. Einfach nochmal manuell die Fließbänder an den beiden Enden anschließen. So. Und dann klappt es auch. Jetzt haben wir hier überall Alarm. Seht ihr, genau deswegen ist es wichtig, dass man das mal überprüft. Gerade wo die ganzen Splitter und Merger sind. Wir gehen auch direkt mal weiter durch. Hier haben wir ja die gleiche Stelle nochmal. Ups, da haben wir auch das gleiche Problem nochmal. Seht ihr? Ja, und da ist es auch schon weg. Das habe ich geäfft. Und tatsächlich ist es auch direkt hier auf der anderen Seite verschwunden. Und das sieht man halt wirklich vorher nicht. Das sieht man erst im Betrieb. Und überprüfen. Ja. Perfekt. Jetzt klappt's. Sehr schön. Und da kommen dann hier auch Kupferbänder raus. Aber hallo. Schaut mal, ist schon voll dran. Kupferdraht. Kupferbänder, habe ich gesagt. Sehr gut. Es qualmt und pufft. Sehr gut. So, jetzt haben wir aber hier noch ein paar. Der klappt ja hier. Das ist ein Merger. Der fügt die beiden zusammen. Aber wie ihr seht, klappt das. Was haben wir hier noch auf der Seite? Das ist ein normaler. Der führt weiter. Da werden Kabel hergestellt. Und hier wird gesplittet. Tatsächlich. Und hier wird gemerged. Ja, sehr gut. Sehr gut, ja. Und es wird hier nochmal gesplittet. Tatsächlich. Es klappt. Die Stellen klappen. Ich glaube, die hab ich auch manuell gemacht. So, und dann noch die Kabel. Hier haben wir die Kabel. Ist das erste Mal, dass ihr die seht, ne? Wir haben schon mal eins draußen gefunden in der Natur. Und ja klar, ich habe auch mal schon mal welche gemacht, ne, so manuell. Aber so als Objekt hier. So, aber da seht ihr auch, das klappt auch sehr gut. Hier bleibt auch nichts liegen, genau. Genau, da sieht man schon. Ja, hervorragend. Wow. Das Einzige, was ich jetzt natürlich noch nicht gemacht habe, das ist euch vielleicht aufgefallen, wir haben da jetzt noch kein Lagersystem angeschlossen, sondern die Objekte werden jetzt erstmal in die Zugriffsboxen schon direkt transportiert. Aber es dauert ja auch eine Weile, bis die jetzt erstmal voll sind. Das ist schon okay, da werde ich mich dann nochmal drum kümmern. Werde ich auf jeden Fall auch auf der oberen Etage nochmal ein Lager einrichten. Da habe ich noch ein bisschen mehr Platz. Das muss ich jetzt dann auch machen, weil dann hinterher da oben auch noch mehr Maschinen hinkommen sollen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal nochmal hier dieses Gebäude an. Oder das Möchtegern-Gebäude. Wie man das machen könnte, dass das wirklich so geschlossen aussieht hier. Da ist natürlich wichtig zu wissen, wo man überall Wände hinstellen kann. Zum Beispiel hier auf, das sieht ja schon wieder sehr übel aus. Da hinten komme ich noch irgendwie hin, ja. Da komme ich durch, aber jetzt hier nicht quer. Warum? Und dann kann ich daran schließen. Sehr gut, sehr gut. Dann machen wir hier zu. Zur Straße hin. Mal so ein bisschen was ausprobieren. Ganz einfach mal losbauen. Wirklich ohne lange nachzudenken. Guck, das würde sich anbieten, dass man dann hier auch eine Wand hinbaut. Und da auch vielleicht mal das, man die Fließbänder doch nochmal umsetzt etwas. Das wäre eine Idee.
dann hau ich mal Wände hin, wo es geht. Ja, hier komme ich gar nicht mehr klar. Jetzt in den Berg rein, das macht doch noch keinen Sinn. Da sieht man ja die Wand eh nicht. Hier ist es echt ziemlich dicht. Da oben an die Ecke könnte ich vielleicht noch ran. Ja, die erwische ich jetzt nicht. Muss ich da mal hochlaufen in das Gebüsch. Ja, sehr unheimlich. Auf dem Weg nach oben doch nochmal eben das tun, was wir eben auch wieder vergessen haben. Nämlich nach der Stromversorgung schauen. Ist okay, ihr seht das ja auch hier, die Gesamtkapazität 120, das ist diese dünne Linie hier oben. Und die dürfen wir auf keinen Fall überschreiten. Wenn, manchmal gibt es, wie ihr seht, diese Spitzen hier drin. Er ist ja abhängig davon, wie die Maschinen gerade arbeiten. Manchmal stocken die kurz und dann fahren sie wieder an. Auf jeden Fall kann es schon mal Spitzen geben, die kurz darüber gehen, also nur so ein bisschen. Und dann brennt euch auch schon eine Sicherung durch. Tatsächlich habt ihr hier in dem Generator dann auch so einen Sicherungsschalter. Das müssten wir hier vorne, dieses Ding. Ja, das ist dann hier grafisch auch nochmal drin, wenn es zu so einer Situation kommt. Und da müsste man vielleicht auch nochmal provozieren, diesen Vorfall, damit ihr das seht. Aber im Moment habe ich da echt keinen Bock drauf. Ich bin froh, dass alles läuft. Aber das ist sehr schön gemacht. Wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist wirklich gut gemacht. Ein nettes Detail. Und dass man da so manuell hinlaufen muss und den Schalter wieder umlegen. Das muss man dann nicht bei allen machen. Das wäre etwas aufwendig. Und würde auch keinen Sinn machen, wenn alle ausgehen und ihr schaltet einen wieder an. Ja, dann würde er ja sofort wieder rausspringen dann, weil er dann die ganze alleinige Last trägt, ja. Aber wenn man einen Schalter umlegt, eine Sicherung wieder reinhaut, dann gilt das für alle. Dann sind alle wieder an. So war es jedenfalls so, wie ich es kenne. Ja, kann sein, dass sich das auch wieder geändert hat. Am besten ist, wenn ihr selber spielt und hinter solchen Informationen her seid, ja, dann einfach mal testen, ne? Probiert's aus. Ha! Aber sagt's hinterher nicht, ich wäre schuld. Ich wollte hier hochrennen, hier von oben nochmal versuchen, na, mit dem so einer Gangway hier in diesen, darüber zu kommen irgendwie. Ja, sie sehen total gut aus, finde ich. Das macht nochmal einiges. Das bringt nochmal richtig so den entsprechenden Fabrikfaktor in die Sache. Ja, was ist, wenn wir jetzt hier runtergehen mit so einer Rampe? Würde das vielleicht gut aussehen? Oder würde das vielleicht nicht gut aussehen? So, oder würde das vielleicht zu eng werden, dass man hier gar nicht mehr rumkommt? Dann ist das auch nicht toll. Dann ist das auch nicht toll. Dann anders. Dann, ja, hier ist das ein offener Bereich. Komm. Dann wieder zurück. Stelle ich mich mal oben hin. Dann wird die ganze Geschichte geäfft. Fantastisch. Und dann gibt es hier nochmal ein Gehweg gerade. So. Dann um die Kurve. Und hier kommt dann die Rampe hin. Das muss ich noch üben. So. Hervorragend. Das ist super. Ja, es ist schön. Sieht so ein bisschen befestigter aus. Zwar immer noch relativ offen, aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich jetzt diese vielen Felsen habe, an denen ich sowieso nicht so wirklich gut vorbeikomme. Man kann das natürlich jetzt noch vergrößern, klar, und das ganz überdachen. Vielleicht auch noch so machen, dass man hier oben hinkommt. Ich brauche nämlich tatsächlich noch ein bisschen Platz vielleicht für hier dies und das. Aber das sollte man sich auch ruhig alles so offen lassen. Muss man ja nicht alles schon so fertig planen. Ist schon ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, aber ich finde es irgendwie sieht cool aus. Es sieht irgendwie so ein bisschen halb befestigt aus. Hauptsache so, die Steine rollen hier nicht runter, so nach dem Motto. Hat man da noch irgendwelche Betonplatten vorgesetzt. Aber noch mal höher und noch was höher, dass es hier überdacht wird. Zumindest dieser kleine Bereich mit der, oder innere Bereich mit dem Bohrer.
Man darf nicht nachlassen. Man muss immer weitermachen. Da kriegt man auch diese Ecken hier zu. So, und so. Genau, perfekt. Und dann könnte ich mal versuchen, ob ich jetzt hoch genug bin. Komme ich jetzt hier schon? Ja, jetzt komme ich drüber. Das ist ja super. Ja. Und kein Beton mehr, wie peinlich. Leute, Beton. Hahaha. Noch ein Thema. Ganz schnell. Bleibt noch dran, guckt es euch an. weil, ups. Ich komme hier gar nicht rüber. Ist auch nicht gedacht, dass man hier mal hinterher langläuft. Jetzt nur mal eben zum Zeigen. Denn guck mal, unsere Betonanlage, unser Steinbruch ist verwaist. Den habe ich abgerissen da unten. Die Ecke war nicht mehr zu gebrauchen. Die Rampe soll eigentlich hier noch vergrößert werden. Mal gucken, was wir da noch hinbauen. Aber diagonal am anderen Ende, das seht ihr jetzt hier, über unserem Zentrallager. Oder ihr seht es eben nicht. Ha! Komme ich auf die Wand? Ja, super. Ja, da habe ich nämlich ja auch noch so einen Kalksteinbruch und den Bohrer da mal hingesetzt. So ein bisschen diagonal und hier noch was hingebaut, irgendwie ein bisschen auch leicht verkleidet. Sieht jetzt halb fertig aus, aber sieht auch irgendwie cool aus, finde ich. Ne? Und da wird jetzt unser Beton produziert. Hatte mich einfach da hinten an der Ecke versucht und bis mir plötzlich einfiel, ey, was machst du denn hier? Du hast doch auf der anderen Seite auch noch so einen Bruch und vor allem hast du hier das ganze Lager. Es bedeutet also, dass wir hier, schaut mal, Balanceakt hier oben. Da unten ist schon alles voll, ne? Schon ordentlich was in den Containern und natürlich auch eine Zugriffsstation für Beton jetzt am Hub. Direkt hier unten. Zosch, genau. Und da kann ich mich jetzt auch bedienen. So, und dann kann ich euch auch auf Wiedersehen sagen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Deswegen auf Wiedersehen und nicht Adieu. Ne? Ich würde mich jedenfalls freuen, denn es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß mit euch, ne? Und mit dem Spiel vor allem. Ich gebe ja zu, ich habe das auch schon ohne euch gerne gespielt. Ich bin ja ehrlich, ne? Ich kann euch ja auch nichts vormachen, ne? So, aber ihr könnt mir jetzt noch was vormachen, indem ihr einfach noch eine schöne Zeit habt, sauber bleibt, viel Spaß dabei empfindet und euch auch keine Angst einjagen lasst.